Kein Wesen will ich so dringend haben wie diesen End. Und? Geht's jetzt? Okay, alles ist grün und... Es hängt. Moin, Sen, und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Dark and Light. Ich habe mich jetzt vorbereitet auf das Zähmen eines Elementals, denn ihr habt mir ja den Tipp gegeben, dass das jetzt mittlerweile endlich funktionieren soll mit dem Elementals im Singleplayer, dass man die zähmen können soll. Und das will ich jetzt mal ausprobieren. Ich habe mir ganz viele Pfeile gemacht, habe meine Armbrüste repariert und habe einen Soulstone in meinem Inventar. Moment, wir gucken jetzt nochmal genau nach, wie dieser Stein nochmal genau hieß. Also das ist der Summoning Stone, genau. Den nehme ich jetzt mit und dann muss ich einmal links klicken, wenn die Kreatur wenig Leben hat. Also es ist wirklich wenig Leben, sie darf nicht dabei sterben, es muss wenig Leben haben. Und dann kann ich den Stein auf die Kreatur benutzen und dann habe ich ihre Seele gefangen. So soll das funktionieren. Ob das wirklich so ist und ob das jetzt im Singleplayer geht, finden wir jetzt gemeinsam raus. Ja, aber es gab ja eine Zeit, da habe ich das schon mal versucht, auch mit den Ends. Und das hat nicht richtig funktioniert, weil das verbuggt war im Singleplayer. Das ging nur auf Servern und jetzt soll das funktionieren. Es soll jetzt auch funktionieren, dass man im Singleplayer seine Kreaturen wiederbeleben kann und sowas alles. Diese ganzen tollen Sachen, die sollen jetzt gehen. Wir testen das jetzt einfach mal. Wow, da kommt ein Asteroid runter. Und das ist hoffentlich nicht das Zeichen, dass da jetzt der Tod drin ist, weil das wäre jetzt irgendwie ein bisschen doof. Ich gehe da mal kurz hin in die Richtung. Ich habe ja jetzt die Hyäne, das sollte ja eigentlich kein Problem sein. Ist da jetzt was rausgekommen aus dem Asteroid? Da hinten sehe ich es blubbern. Hier. Ach, Skelette. Ach, das mag noch gehen. Die gehen auch in die andere Richtung. So, wie mache ich denn das jetzt? Nehme ich jetzt die Savage Hyäna, um den End anzufressen? Ich glaube, das ist die sinnvollste Lösung, oder? Mit Pfeilen werde ich dann so das letzte bisschen runterschießen, damit ich sie nicht töte, ne? Die Elementals. Triant hier. Den machen wir jetzt mal platt. So, schön anknabbern. Muss natürlich immer die Lebensleiste im Auge behalten von den Viechern. So, aufs letzte Quadrat gehe ich mal runter. So, jetzt genau. Okay, das müsste eigentlich schon niedrig genug sein. Schauen wir mal. Jetzt nehme ich mal den Soul Suppress Stone in die Hand. Creature must be tamed. Ach so, okay, ist also doch der falsche. Scheiße. Ja, Moment, dann machen wir das jetzt ganz easy. Wir hauen einfach ab. Hui, 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 hui. Na, folgt er mir noch? Kann er gar nicht, weil er jetzt aus der Range raus ist. Hoffe ich zumindest, dass es so ist. Und ja, Creature must be tamed heißt, dass das offensichtlich nicht geht. Es muss irgendwie so eine Nachricht dastehen von wegen, was war das nochmal für eine Message? Ich probiere jetzt mal den Small Soul Suppress Stone aus. Der war hier schon auf dem Belt, da will ich ihn aber nicht drauf haben. Ich will ihn hier vorne drauf haben. Used to suppress souls of imps. Ja, das ist aber nicht das, was ich will. Moment. Das ist schon wieder so eine komische Scheiße hier. Imps will ich ja gerade nicht. Aber so ein Eisimp wäre auch lustig, oder? Also den hätte ich eigentlich auch gerne. Small Soul Suppress Stone. Summoning Stone. Moment mal jetzt hier. Muss ich mal nachgucken. Also wie hieß denn das jetzt hier nochmal bei Taming? Ist das verwirrend, ey. Warum gibt es hier einfach einen für alle? Nein, es muss wieder drei verschiedene geben. Soul Suppress Stone. Used to suppress the souls of elementals. So, und das hier ist dann was? Summoning Stone. Was habe ich denn jetzt hier? Wo sieht ihr da? Das sieht überhaupt nicht den Unterschied. Summoning Stone? Summoning Stone? Hatte ich nicht noch Soul Suppress Stones gehabt? Scheiße. Ich bin verwirrt. Moment. Soul Suppress Stone. Used to suppress the souls of elementals. Ha, jammer's doch. Das ist der, den ich brauche. Das ist ja... Hier, das Symbol ist ein bisschen anders auf dem Stein. Oh Gott, das soll einer erkennen, ey. Da brauche ich doch eine Lesebrille dazu. So, Moment. Okay, dann haben wir es jetzt. Dann hatte ich den falschen Stein mitgenommen. Natürlich habe ich den falschen Stein mitgenommen. Hase! So, musste gerade mal sein.
fürs Ego. Und jetzt machen wir das. Der ist ja noch low, der Elemente. Aber er hat immerhin schon mal eine Message gegeben, wenn man den Stein benutzt auf die Kreatur. Das war ja vorher nicht so. Ist der jetzt da unten? Wo ist denn der jetzt? Der ist mir doch noch gefolgt, oder nicht? Wo ist denn jetzt der End hin wieder? Oder ist der jetzt tot? Ach, scheiße. Da hatte ich ja gerade so einen tollen End gehabt, so ein High Level, und jetzt ist der weg. Mist. Ich will den gleichen wieder haben. Der war gut. Der war cool. Scheiße. Scheiße. Nur weil ich wieder den falschen Stein habe. Weil sie sich so ähnlich sehen zum Verwechseln, diese komischen Steine. Das ist echt so furchtbar. Und vor allem, dann heißen die auch noch so gleich. So Morning Stone, Soul Suppress Stone. Die heißen alle Stone. Die heißen doch alle Stone. Was soll man denn da machen? Verdammt. Ja gut, da müssen wir halt jetzt einen neuen End suchen, wenn der jetzt weg ist. Keine Ahnung, wo der jetzt hin ist wieder. Der ist wahrscheinlich vor Wut geplatzt. Auseinandergefallen ist er. Schweinerei, aber ich muss sagen, mit der Vicious Hyena ist das eigentlich kein großes Problem, die so runter zu beißen. Und dann den Stein zu benutzen, das ist ja eigentlich voll easy dann, ne? Schwer ist es nur, wenn man keine Kreatur hat. Also quasi ganz am Anfang war das wahrscheinlich so, als ich das versucht habe mit den Pfeilen und Bogen. Ah, da steht ein End, guckt mal, der hängt glaube ich sogar fest. Ist das nicht der 40er gewesen hier? 44, genau. Machen wir das doch mal. So. Ich muss immer schön gucken, dass ich ihn nicht zu weit... Irgendwas schlägt mich da auch noch. So. Ich glaube, jetzt ist er low genug. So, da er festhängt, kann ich ihn, glaube ich, sogar ganz easy jetzt mit dem Stein. Habe ich den Stein? Habe ich ihn? Ich muss ihn in der Hand haben. Oh, es ist so schwer zu sehen, ob ich den jetzt habe oder nicht. Ah, ich glaube, ich habe ihn jetzt. Ja, Soul has been suppressed. Es hat funktioniert. So, jetzt muss ich natürlich mit meinem Tier zu meinem Domizil, wo ich den Schrein aufgestellt habe. Der war ja immer unsichtbar gewesen. Wir erinnern uns, du musst es ja in diesen Pool of Revival reinpacken. Und dann muss man das da reviven. Und wenn mich nicht alles täuscht, da drüben war die Location. Oh Gott, hoffentlich falle ich jetzt nicht durch die Map mit dem Tier hier. Das war, glaube ich, auch die Stelle, wo man immer durch die Map fällt. Aber sicher bin ich mir jetzt gerade auch nicht. So, Moment, jetzt muss ich mal gucken, wie komme ich denn da am schnellsten jetzt hin von hier aus? Da hinten hoch. Okay, ich muss hier runter und dann da hinten hoch. Machen das jetzt hier mit der Hyäne zu Fuß. Wir gehen jetzt nicht mit dem Griffin dahin. Ich will jetzt mal ein bisschen hier Abenteuer erleben. Abenteuer, Ungeheuer, wie mache ich ein Lagerfeuer? So, da geht's hoch da hinten. Da ist oben, da habe ich das ja aufgebaut. Ich habe übrigens an dieser Base noch nicht weitergebaut. Ich hatte einfach keine Zeit dafür. Und das schluckt ja so unglaublich viele Ressourcen, diese Herrenhausstrukturen. Da hatte ich einfach nicht die Zeit. Und ja, das ist jetzt immer noch genauso halb aufgebaut wie damals, als wir das zuerst gesehen haben. Mal gucken, ob der Pool of Revival jetzt immer noch unsichtbar ist oder ob man den jetzt sehen kann. Da bin ich mal echt gespannt. Hö, was ist denn er hier für einer? Ein Elite-Goblin. Tot ist er. Den kann man auch mal aufessen. Den Elite-Goblin. Goblin. So, da oben war's, da oben war's. Und hier sind auch mal Elefanten rumgelaufen. Ich will auch unbedingt noch mal einen Elefanten zähmen. Ohne Spaß. Das will ich unbedingt mal machen irgendwann. Irgendwann. Wenn es mal günstig ist, die Gelegenheit. So. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. So, jetzt ist die Frage. Irgendwie habt ihr mir gesagt, ich muss da noch Zeug reinwerfen. Um in der Lage zu sein, die Elementals zähmen zu können. Warum komme ich denn jetzt hier wieder nicht rein, ey? Ach Gott, da. Moment. Hui, nein, das geht nicht. Wieso kommt man hier nicht hoch, ey? Oh. Mann, scheiße, schon wieder hier. Warte, so rum. Und dann so, ja. Ha, er ist immer noch unsichtbar, scheiße. Okay, egal. Das ist, glaube ich, Wurst, solange ich drauf zugreifen kann. So, rein damit und... Used to suppress the soul of creatures which can be revived later. Revive. Revive resources is not enough. Ach so, Wut und Magic Shards. Ach, das ist ja easy.
dachte, es wäre... Ah, obwohl, das ist nicht so easy. Scheiße, hier oben gibt's keine... Keine, ne? Kein Holz. Moment. Scheiße, okay. Ich habe jetzt gedacht, ich kann das einfach reviven, jetzt das Tier. Aber da muss ich ja jetzt hier wieder Ressourcen sammeln. Moment. Also, diese Shards sind ja nicht das Problem, wartet mal. Da können wir ja hier einfach ihn hier machen. Oder auch nicht. Moment. Wir machen das mal mit dem Saugen. Das machen wir mal gleich bei Bäumen, würde ich sagen. Ich muss nur aufpassen hier wegen den Panthern. Ja, kommt her. Ich mache euch alle platt. Ha, wie sie schon abhauen, Leute. Sterbt alle, sterbt alle, sterbt alle. Lasst mich, ich habe eine Mission. Ich bin in einer wichtigen Mission unterwegs. Ihr könnt mich nicht hier jetzt aufhalten. Ah, nein, sie halten mich auf. Ihre Leichen halten mich auf. Scheiße. Mano, Kacke. Okay, wartet. Das geht so nicht. Auch wenn es jetzt weh tut. Na, ah, scheiße, Moment. Ich muss hier wieder das Zeug wegwerfen. Sonst habe ich hier keine Chance. Weg, 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 weg mit dem ganzen Stuff. Ich meine, die erhöhten Farmraten werden jetzt dazu führen, dass wir recht schnell die Menge Holz kriegen, die wir brauchen. Wir brauchen ja nur 1000. Ich hätte ehrlich gesagt gedacht, man braucht irgendwie noch seltenes Holz oder so. Wenn schon, denn schon. Hallo, das kann jetzt nicht wahr sein. Ich hänge echt in der anderen Leiche fest, ey. Oh. Ah, 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 ah. So. Dieses mit den Leichen festhängen, ey. Das ist auch so nervig. Das ist so nervig. So, hier unten sind Bäume. Und die saugen wir jetzt einfach aus, dann kriegen wir nämlich Magic Shards und Holz. Das ist jetzt nämlich der Plan hier. Jawohl! Sauber! Sauber, sauber! So, sobald ich halbwegs voll bin, und zwar jetzt, und das meine ich nicht im alkoholischen Sinne, muss ich jetzt da mal schnell das ganze Zeug abladen. Zumindest die Magic Shards, die können wir schon mal wegschaffen. Können wir schon mal nach oben bringen. Haben wir jetzt ja schon fast die Menge, die wir brauchen. Ich meine, na klar muss man für diese Ressourcen, die ich jetzt im Schnelldurchlauf farme, muss man natürlich, wenn man das auf Standardeinstellungen zum Beispiel auf einem Server spielt, ein bisschen mehr Zeit rein investieren. Also da muss man wahrscheinlich 10-mal so lange farmen, ja, bevor man das Zeug hat. Hallo, wieso komme ich jetzt wieder nicht hoch, ey? Das ist doch hier nicht echt. Na, da muss man natürlich viel mehr Zeit investieren und viel mehr farmen, aber ist natürlich klar, damit ich euch das schneller zeigen kann. Wieso geht das denn jetzt hier wieder nicht? Ich bin doch gerade eben da an der Stelle reingesprungen. Ich bin gegen die Wand gesprungen und dann... Oh, warum mache ich das eigentlich nicht hier drüben? Kann man nicht einfach hier drüben... Nee, es geht auch nicht. Verdammt, ich brauche hier eine Rampe, ey. Es ist nicht barrierefrei. Kann ich nicht einfach... Wartet mal. Scheiße. Wollte gerade clever sein und hier einfach vom Tier aus hoch, aber das geht irgendwie auch nicht. Oh nein, nicht drunter laufen. Wer weiß, was da passiert. Moment. Das muss doch gehen hier, verdammt. Das gibt's doch nicht. Wie habe ich das denn vorhin gemacht? Das hat doch so gut funktioniert. Wie habe ich das denn hingekriegt? Manno! Warte mal jetzt hier. Andere Idee. Kann man hier hoch? Nee, natürlich auch nicht. Ich hätte jetzt gedacht von... Mann! Das kann jetzt wieder nicht wahr sein hier. Was ist denn das? So was Blödes hier. Ah, okay, so geht's. Also. Rinder, 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 Rinder und Rinder. So, das reicht aber noch nicht. Wir brauchen Möhr. Wir brauchen Möhr. Ihr habt mir übrigens auch den Tipp gegeben, wo wir hier gerade so sinnlos Ressourcen farmen, kann ich euch das ja auch nochmal erzählen, wie man an ein Pegasus-Pferd kommt. Ein Pegasus-Pferd, dazu braucht man, also man muss finden, ein Elite-Einhorn, also kein normales Einhorn, so wie ich das schon gefunden habe, sondern ein Elite-Einhorn und muss das einbauen, ich weiß, es klingt total bescheuert, und muss dann neben dem Tier warten. Ja, man muss einfach warten. Und das soll irgendwie sehr, sehr lange dauern. Ich weiß nicht, ob das im Singleplayer auch so lange dauern soll. Keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich jetzt Framework freigeschaltet. Auch nice. Man lernt nie aus hier in dem Spiel. So, Moment. Jetzt nehme ich gleich schon mal die Axt und haue hier nochmal kräftig drauf. Jetzt bin ich fast überladen. Und transportieren wir jetzt einfach mal das Zeug, was ich jetzt habe. Das transportieren wir jetzt mal ab. Guck mal, da haben wir doch schon richtig viel Zeug.
Hui, 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 hui. Ja, so ein Elemental zu kriegen ist nicht einfach. Da muss man arbeiten für. Genau, und man soll dann halt neben diesem Elite-Einhorn soll man halt warten und dann soll sich das irgendwann verwandeln. Aber irgendwie dieser ganze Prozess klingt mir so nach, da gibt's noch Millionen Bugs, die mir da dazwischen funken und es ist natürlich eine total unsichere Sache, aber man sieht wohl auch nicht den Fortschritt und das ist alles sehr komisch und deswegen werde ich das wahrscheinlich dann doch nicht probieren, weil ich mir nicht sicher sein kann, ob das wirklich, wirklich funktioniert. Scheiße, jetzt komme ich hier wieder nicht hoch. Was ist das denn jetzt wieder hier? Ich hatte doch gerade eben bin ich doch hier hochgekommen immer. Was ist denn das? Was soll denn das? Das hasse ich so wahnsinnig. Was ist denn das? Ich brauche echt eine Rampe hier. Ja, jetzt habe ich es wieder mit der Hygiene geschafft. Das ist echt so random. Okay, egal. Wir müssen das Zeug ja einfach nur hier reinpacken. So. Wie viel Holz ist denn da jetzt drin? Warte mal, das zeigt er mir doch an, oder? Okay, wir brauchen noch 508 Holz oder so. Oder 510 oder sowas. Und dann haben wir's. Dann ist es vollbracht. Ich habe, glaube ich, wieder mich verrechnet im Kopf. Ich glaube, es ist wieder mehr. Egal. Wurst, warte mal, was habe ich noch im Inventar, dass ich noch so schwer bin? Ich schmeiß mal hier diese Sachen weg. Und ein Stack Pfeile brauche ich jetzt auch nicht unbedingt. Bin ich ein bisschen leichter, kann ich ein bisschen mehr mitnehmen. So, zum Glück sind hier gleich die Bäume noch übrig. Ja, also ich weiß nicht, ob ich das mit so einem Pegasus-Pferd machen will, weil das, da kann es wieder passieren, dass es dann nicht klappt und man muss ja dann daneben stehen. Das heißt, man weiß dann auch wieder nicht, klappt das dann mit dem daneben stehen? Also diese Mechanik, ist das im Singleplayer nicht verbuggt oder so? Und ja, das ist alles so unsicher, da weiß ich nicht, ob ich das will. Ich will natürlich gerne ein Pegasus-Pferd haben, aber irgendwie habe ich auch keine Lust, 3 Stunden neben dem Tier dann zu stehen. Das ist auch irgendwie ein bisschen witzlos so. Haben ja auch einige von euch geschrieben, dass sie das total dämlich finden, wie man das machen muss, dass man da daneben stehen muss. Und das kann man ja auch nicht irgendwie beschleunigen oder so. Es gibt jetzt nicht einen Zauber oder irgendwas, was man sich ins Inventar stecken kann, dass das schneller geht irgendwie. Das ist schon ein bisschen dämlich. Aber naja, so ist das. Aber vielleicht kommt man ja doch in eine Situation, wo wir das mal ausprobieren können. Ich meine, das Gute im Singleplayer ist ja, ich kann den Slow-Mo-Befehl benutzen und kann die Zeit beschleunigen. Damit wäre es natürlich etwas realistischer, das zu machen. Ja, dass man dann daneben steht und einfach Slow-Mo macht, quasi Zeitraffer. Und dass es damit dann vielleicht geht. Müssen wir alles ausprobieren, weiß ich nicht. Mal gucken. So, jetzt komm. Ah, wieso? Wieso? Wieso denn nur? Wieso geht das denn nicht? Wieso nicht? Es hat doch gerade gegangen. Es hat gegangen haben. Mann. Lass mich rauf. So, jetzt kann ich doch einfach hier... Jawohl, mit Trick 17. So, jetzt aber hier. Ich will den End jetzt beschwören. Ich will endlich den End beschwören. Das will ich schon die ganze Zeit. Kein Wesen will ich so dringend haben wie diesen End. Und, geht's jetzt? Okay, alles ist grün und... Es hängt. Oh, er ist da, er ist da, er ist da. Moment mal. Das ist jetzt aber komisch, oder? Er ist voll klein. Er ist kaputt, glaube ich. Oh, ein kleiner süßer End ist das. Guck doch mal. Auf einem unsichtbaren Summoning Pool. Oh, dieses Spiel ist ein einziges Bugfest. Aber egal, man muss es irgendwie auch lieben. Ich weiß es nicht. Aber es ist schon niedlich. Ja gut, der macht sich jetzt hier, der Knabe. 1%. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Das dauert auch wieder so lange. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Wenn wir jetzt das 2. Prozent noch nicht gesehen haben, dann heißt das, das dauert mindestens 1 Stunde, bis der fertig ist. Mindestens. Ich glaube, das ist ein guter Moment, um den Slow-Mo-Befehl zu bemühen. Ah, okay, gut. Er hat jetzt 2%. Na gut. Spielbär LP Triant. Okay. Er hat sogar schon einen Namen. Nicht schlecht. Ja gut, der wächst jetzt hier so langsam vor sich hin. Ich könnte mir auch gut vorstellen, dass die Reviving-Geschwindigkeit so ein bisschen damit zusammenhängt, was die Kreatur für ein Level hat, oder? Und jetzt würde mich auch mal interessieren, der wird ja jetzt hier revived. Kann ich jetzt gleichzeitig an demselben Summoning Pool noch einen zweiten machen? Also noch einen zweiten reviven? Das wäre auch mal so eine interessante Frage. Wir könnten natürlich auch
das einfach erstmal so laufen lassen und in der nächsten Folge machen wir dann nochmal vielleicht den Savage Cyclops nochmal versuchen. Wir haben ja den Sattel immer noch, dann könnten wir das auch nochmal probieren. Erstmal einen finden generell, der soll ja an derselben Stelle sein wie die normalen Zyklopen. Dann machen wir das in der Zeit und dann müsste der hier ja eigentlich so halb fertig sein. Oh, er hat gerade 2% gekriegt direkt. Ich denke mal, der wird mir ja nicht sofort verhungern, wenn ich nicht da bin, oder? Oder ist das wie mit den Babys in Ark? Wartet mal. Hat der ein Inventar schon eigentlich? Muss man mal gucken. Ja, hat er. Soll ich dem mal Äpfel geben? Ich gebe dem mal Äpfel. Aber er hat noch keinen Hunger. Guckt mal, da passiert nichts. Insofern, das scheint nicht das Problem zu sein. Gut, wir hoffen einfach mal, dass es dem gut geht. Dem kleinen Triant. Huch, mein Arsch. Das ist nicht, was wir sehen wollen. Ich wollte ja eigentlich so nochmal gucken. Wow. Wenn wir nochmal angucken hier. Da ist er. Der Triant. Er kniet vor seinem Meister. Knie nieder. Knie vor deinem Meister. Knie. Und ich würde sagen, an dieser Stelle ist auch wieder diese Folge zu Ende. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge Dark and Light. Dann vielleicht nochmal mit dem Savage Cyclops. Das will ich nochmal probieren gerne. Und ja, dann sehen wir uns wieder in der nächsten Folge Dark and Light. Bis dann, ciao, ciao.